Der Warenkorb über alle Altersgruppen lag aber heuer mit 85,10 Euro etwas unter dem des Vorjahres. In den USA dürften die Online-Erlöse am Black Friday-Wochenende einen kräftigen Schub erlebt haben. Auch in den Filialen tummelten sich viele Kaufwillige. Allein in die Vorzeigefiliale von Macy's am Herald Square in Manhattan strömten nach Unternehmensangaben am Freitag ab 17 Uhr rund 16.000 Menschen.